Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Cyberpunk 2077. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Wir haben etwas zu tun, was ich gerade gesehen habe. Wir haben nämlich zwei Level-Ups. Und deswegen können wir natürlich wieder was leveln. Und ich überlege, ob ich in Konstitution reingehe, weil Gesundheit ist immer eine gute Sache, oder ob ich in Coolness reingehe, wegen kritischen Schaden. Ich meine, ich denke, wir werden nicht so viel Netrunner machen. Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe das ja vom Anfang an nicht gelevelt. Ich denke, mein Bild wird sich schon sehr auf Reflexe, Konstitution und Coolness beschränken. Wobei ich bei technischen Fähigkeiten gibt es auch das Hacken, ne? Und das ist für 100%, glaube ich, essentiell, wenn ich ehrlich bin. Und ich würde auch schon gerne noch ein bisschen Cyberware und so anlegen. Ich glaube, ich mache einfach mal zwei Level jetzt hier rein. Weil, warum nicht? Mal gucken, was wir hier... Können wir das hier... Fahrzeugkampf. Aha. Und das ist sofortiges Aufladen für Gesundheitsitems und Granaten nach neuer Neutralisierung eines Gegners. Aha, das kann man nur einmal leveln. 13% Gesundheit durch die letzte Ladung deines Gesundheitsitems. Das ist auch nicht schlecht. Und da oben können wir jetzt noch nicht hin, weil das zwei Punkte braucht, oder was? Oder weil wir erst alles hier unten... Wir müssen glaube ich, erstmal alles hier unten freischalten. Kann das sein? Ganz aus. Ich glaube, wir müssen erst alles hier unten freischalten, bevor wir dann den Baum weiter nach oben können. Ah, nee, wir müssen, glaube ich, Punkte reinmachen. Ah, Tech da 5 von 9. Ah, I see. Okay. Gut zu wissen. Ja, es wird schwierig mit den Leveln. Ich glaube, wir werden Coolness ein bisschen vernachlässigen, auch wenn wir einen Punkt da am Anfang reingepackt haben. Ich glaube, wir werden Coolness vernachlässigen. Wir werden, glaube ich, wirklich die drei hier oben machen. Primär. Okay. Weiter geht's. Wir müssen los. Das Spiel sieht krass aus, Cess, oder? Ich weiß nicht, wie es auf Twitch aussieht, aber ich glaube, auf Twitch sieht es auch okay aus. Was denkst du? Glaub, ich weiß jetzt, warum du so viel über Yorinobu weißt. Ganz einfach. Männer reden gern im Bett. Zu gern. Also geht es nur um Sex? Business. Und nichts anderes. Bist du dir sicher, dass Yorinobu so einen Zug von dir nicht erwartet? Der ahnt nichts, glaub mir. Ist zu beschäftigt mit Netwatch, als dass er mir so viel Beachtung schenken könnte. Außerdem, selbst wenn er etwas ahnt, spielt das keine Rolle. Er wird nicht rechtzeitig reagieren können. Dafür sorgst du doch, oder? Du machst dir keine Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Oh, das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich? Das Betthäschen. Infos über Yorinobu, der Chip, der BD aus dem Compacky. Der Wind steht günstig, der Plan ist wasserdicht. So ein Job ist eine einmalige Gelegenheit. Hm, danke. Und jetzt die Pointe, bitte. Es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Kalte Füße. Willst du jetzt etwa aussteigen? Ich will wissen, ob du echt alles unter Kontrolle hast und du mich nicht in eine Güllegrube schickst, aus der ich nicht mehr rauskomme. Wie? Ich habe keinen Grund, dich reinzulegen. Wir stecken da beide drin. Ehrlich. Ich habe das im Griff. Vertrau mir. Und? Was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Du willst unseren Fixer bescheißen. Ich wusste, da stimmt was nicht. Dex ist nur ein Vermittler. Und zu diesem Zeitpunkt auch völlig nutzlos. Evelyn, Fixer hält man bei Laune. Diese Regel kennt jeder Söldner dieser Stadt. Und jeder hält sich dran. Wenn wir es richtig anstellen. Vergiss es. So ein Fehler kostet mich den Ruf. Und ohne guten Ruf bist du ein Niemand. Willst du das wirklich riskieren? Die Frage solltest du dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens Scavs frittieren? Oder über Nacht zur Legende werden? Du hast die Wahl. Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt. Ganz sicher. Ich weiß. Aber egal, wie du dich entscheidest. Das bleibt zwischen uns. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen.
Es gibt noch andere Fixer außer Dax in der Stadt. Ein Angebot wie meins bekommst du nur einmal. Ich denk drüber nach. Mhm. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Wie sieht's aus, Mr. V? Evelyns Aufnahme aus dem Compacky war die Mühe wert. Wunderbar. Ibak hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Was ist mit dem Flathead? Bisher nichts. Bin noch dabei. T-Bug meint, dass das ohne den Bot nichts wird. Dann mal an die Arbeit, Mr. B. Okay, liebe Leute. Ich dachte mir mal, ich mache das ein bisschen interaktiver. Gina und ich sitzen an der Bar. Ich mache das mal ein bisschen interaktiver für die Leute auf Twitch. Damit ihr auch was habt. Oh, Jackie hat mir geschrieben. Holla, wie sieht's aus bei dir? Was geht? Ich hab die Kundin getroffen, sie hat mir ein Bedi gezeigt von einem Ort, den wir besuchen sollen. Ein Bedi? Okay, aber halt mich auf den Laufenden. Oh, Mr. B, wie wäre es mit einem kleinen Vorgeschmack? Bei dem Bioship handelt es sich um den sogenannten Relic, ein hochmodernes, erstklassiges Tech für die Reichsten der Reichen. Angeblich die beste Lebensversicherung, die man sich kaufen kann, wenn man Eddies wie Heu hat. Du und ich, wir werden bald in Eurodollar schwimmen. Hey V, mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Du kannst in der Zukunft in der Oberliga wohl kaum in einem abgeranzten alten T-Shirt anfangen. Wenn man ganz an die Spitze will, muss man sich auf ziemlich kalten Wind einstellen. Du weißt doch, alte Leute wie ich machen sich immer Sorgen, dass ihr Jungspunde euch erhältet. Ich hab dir ein paar Sachen in das Lager in deinem Apartment geschickt. Probier sie mal an. Bestimmt passen sie dir prima. Oh Mann, Vic, ich schuld dir doch eh schon massig Eddies. Ich kann dich doch eingeschränkt von dir annehmen. Wow, danke, Vic. Naja, ich mach das hier. Bisschen humble. Was heißt hier noch eins? Ich hoffe, du hältst die Kiroshis nicht für ein Geschenk. Und überhaupt, was soll ich mit den Jacken denn sonst machen? Missy Style ist das nicht und meine Punk-Jahre sind schon lange vorbei. Wie kommt schon wie? Wo bleibst du? Beweg deinen Arsch. Ja, esse. Dex wartet auf uns. Mr. V, ich wollte dich nur daran erinnern, dass meine geschätzten Mahlstrom-Geschäftspartner und ich das Finanzielle bereits abgewickelt haben. Eine runde Summe von 10.000 Euro, Eddies, hat den Besitzer gewechselt. Wenn du dich also mit ihnen triffst, lass dich nicht von ihnen ausnehmen, wie Maelstrom das so gerne macht. Danke für die Info. Viel Glück, du wirst es brauchen. Okay. Okay. So, genau, ich wollte sagen, es gibt eine interaktive Möglichkeit für euch, euch zu beteiligen. Weil es gibt jetzt gleich eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und ich würde die Entscheidung euch überlassen. Ich gebe euch zwei Pfade vor. Entweder wir machen es uns ein bisschen einfacher in der Mission danach, oder wir haben Sex. Ich glaube, ich weiß, wie ihr entscheiden werdet. Oh mein Gott. Tür wieder zumachen, bitte. Und ich glaube, die erste Person, die reinschreibt, die entscheidet. Oh, jetzt wird beschissen. Muss den Pegel halten. Ich glaube schon, ich weiß, wie ihr entscheiden werdet. Jetzt alle so, die das Spiel nicht kennen, hä? Was ist das für eine Entscheidung? Hast du noch mal gesehen? Die Beach hat mich versetzt. Mit den Mädchen an der Tür. Die kümmern sich drum. Nein, es geht um eine Freundin. Arbeitet an der Eighth. Sieht schlecht aus. Nicht unser Revier, Kido. Ich weiß. Aber sie will da raus. Hat genug von der Straße. Sie will hier arbeiten. Vollzeit. Problem ist, ihr Daddy will sie nicht gehen lassen. Hat gesagt, wenn sie abhaut, macht er sie kaputt. Einfach so. Wie heißt der Typ? Keine Ahnung. Hab gehört, man nennt ihn Latex Fred. Dämlich, ich weiß. Ja. Okay, sag deine Freundin, Mr. Latex wird ihr keine Probleme mehr machen. Cess, entscheide du. Komm, Cess.
Bartmaus-Kollektiv. Zuerst kommt der große Realitätscheck, der die Zukunft der Welt einläutet. Auf jeden Fall hoffe ich, dass sie dir gefallen. Style ist alles, was man so schon sagt. Oder vielleicht sagt das auch keine Sau mehr, was weiß ich. Ich glaube, Sex ist auch Twitch-safe. Oh mein Gott, ich wollte in mein Auto einsteigen. Ihr dummen Pisser. To scorched sausage, I'd hold off on upgrading your kit till they iron out the kinks. Ja, die fahren echt realistisch, das stimmt, ja. Die fahren einfach über den Haufen. Aber warum wird die Quest, das Questziel nicht markiert? Ah, ich muss die erst anrufen, glaube ich. Right, Tunes. Scout hier. Zuerst sagst du mir, woher du diese Nummer hast. Ich habe mehr als nur deine Nummer. Hab gehört, du hast einen Konvoi verloren. Du da, stopp ihm das Maul. Raus mit der Sprache, was weißt du? Wir reden später weiter. Zurück zu unserem Gespräch. Raus mit der Sprache, was weißt du? Nicht am Telefon. Lass uns treffen, einen Deal aushandeln. Ein Deal? Na gut. Erste Ausfahrt auf der Skyline Richtung NID. Sturmkanal unter der Überführung. Wir treffen uns dort. So, Cess, jetzt entscheide dich. Sonst entscheide ich für Sex. Kein State. Nichts. Das ganze Spiel ist nicht jugendfrei. Man kann hier Köpfe abschießen. Leute, Meredith Stout. Ich vermute, das warst du am Apparat. Ich habe ein An... Du Wichser, denkst du, kannst mich erpressen? Bedingungen stellen? Hast du noch was zu sagen? Beruhige dich, verdammt! Ich will nur reden. Scheiße, Meredith! Halt's Maul! Ist das verfickte Teil fertig? Fertig. Jetzt beantwortest du meine Fragen. Wahrheitsgemäß. Direkt. Bist du alleine hier? Ja. Nur ich ganz alleine. Es ist wahr. Geht nachsehen. Sofort. Jetzt hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Den Typ habe ich noch nie gesehen. Ist wahr. Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen, aber ich will eine Gegenleistung. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bringt ihn zum Schweigen. Lass mich sofort gehen, sonst... Oh. Den könnt ihr loslassen. Will wissen, was er zu sagen hat. Hättest du nicht gleich locker bleiben können? Halt deine Scheißfresse. Was willst du? Ich brauche einen Bot. Einen Flathead.
Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnte ihn mir einfach holen, mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Gut, zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Klingt zumutbar. Bin dabei. Verschlüsselter Splitter. Manche Splitter, die du in der Welt findest, enthalten hinter Datenverschlüsselung verborgene Informationen. Um einen Splitter zu entschlüsseln, musst du ihn entweder über die Benachrichtigung gleich nach Erhalt öffnen oder ihn später im Tab Splitter in deinem Journal im Hauptmenü auswählen. Wähle dann Sicherheit Kack hacken, um an die Geheimnisse des Splitters zu gelangen. Bezahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht tun. Aber... Wir hacken die Sicherheit direkt jetzt schon, direkt vor ihren Augen. Oh stimmt, wir müssen erst... Oh. Aber wir können es so hacken. Oh shit. Shit, ich habe einen Fehler gemacht. Können wir das noch retten? Wie die? Nein. Ich glaube, wir können es nicht retten. Ich wollte ihn nicht zerstören. Shit. Versuch mich zu ficken und wir sehen uns schneller wieder, als dir lieb ist. Du hast einen Fehler. Die Schlampe ist schon so gut wie tot. Und sie wird dich mit runterhalten. Ich glaube, man hat nur eine Chance, das zu machen, oder? Ich wollte die Malware nur kopieren. Ich glaube, wir sind schon am Arsch. Wir werden also nie herausfinden, was da ist. Nehme ich mal an. Naja. Gehört zum Spiel dazu. Night City sieht so gut aus. Hören, was du rausgeholt hast. Wartest du schon lange? Mi madre meinte immer, Geduld zahlt sich aus, also? Gibt es ein Lebenszeichen von T-Bug? Habt ihr geredet? Ist up to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet sich schon vor. Die beiden kennen sich. Haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Jetzt ist die Entscheidung. Militech und ich sind uns einig geworden.
Sie übernehmen die Kosten für den Bot. Echt schade um das ganze Geld. Vergiss es, Jack. Das hat nie uns gehört. Und wer weiß, ob der Deal überhaupt zustande kommt. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Warum ausgerechnet die? Ah, diese Gangs sind doch alle gleich. Oh, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ehre bedeutet denen was. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anpisst. Bei Maelstrom kannst du dir nie sicher sein. Na los, kündige unseren Besuch an. Kenn euch nicht. Mach einfach die verfickte Tür auf. Ah ja? Habt ihr denn einen scheiß Termin? Sehe nämlich nichts in meinem Kalender. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum. Wir warten schon. Wie gemütlich. Fehlen nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh ja, wir sind verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hergefallen. Schüchtern. In den Fahrstuhl, ihr scheiß Lemminge. In einer Stadt der Luft. Cool bleiben wir. Denkt dran, wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Ihr habt einen Bot, Modell MT-0D12, auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. Nope, du redest mit mir. Mein Name ist Dum-Dum. Aufs Sofa, setzen. Steh lieber. Ist das so schwer? Aus verfickte Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn Jack, du keine Kuh... setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Endzug. Was ziehst du? Skief. So rein wie Babypuder. Black Lace? Da kommt man schwer ran. Muss eine gute Quelle haben. Was bringt das? Steigert Endorphin und Adrenalin, dass du keine Schmerzen mehr spürst. Der Trip ist so heftig, grenzt an Psychose. Haben Konzerne ihren Kampfeinheiten verpasst, während der Konzernkriege. Cyberpsychos schlucken das wie Süßkram. Inhalieren reduziert das Brennen, ohne die Effekte zu dämpfen. Komm schon, versuch's mal!
Wasser? Jetzt können wir reden. Hier ist er, der Flathead. Modell MT-0D12. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Okay, wir nehmen ihn. Super Zeug. Echt. Ja. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Brick hat es. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Scheiß auf Brick. Machen wir einen neuen Deal. Guter Geschäftssinn! Also gut, du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus! Chill mal, hier sind sie. Einfach so? Ohne mit der Wimper zu zucken? Ich geb dir den Chip, du mir den Bot. Ganz easy, ohne Komplikationen. Sieh sich einer diesen verdammten Pfadfinder an! Du kennst den Club-Codex wohl auswendig, was? Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pacifica gefickt hat. Das ist er nicht tot. No, ganz im Gegenteil. Und er lässt schönen grüßen. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Wie ist das Geld drauf? Ganz schön angespannte Lage, wa? Ich finde das so gut gemacht. Hey, der Flathead ist ein gutes Stück. Erledigt, was du zu erledigen hast. Scheiße! Und es gibt doch einen Kampf. Fuerte, cabrón! Da! Leeres Magazin! Sie sind abgeschnitten. Schnapp dir den Bot und den Kontrollsplitter. Schnell! Hab alles. Bot und Steuerung. Dann lass uns gehen. Je schneller, desto besser. Jetzt lass uns hier verschwinden. Ich sehn mich nach Frischluft. Das Fleisch, ich schmeck's förmlich. Das ist ein Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Gibt's keinen anderen Weg. Dringend Marketingproblem. Lindsay Berry an Mark Robinson. Mark, ich habe immer noch was gegen diese Werbung. Die wird bei den Fokusgruppen nicht besonders gut ankommen. Wohl eher gar nicht. Was sollen wir mit Werbung für Milch erreichen? Du hast die aktuellen Berichte gesehen. Selbst wenn wir den Nährstoffgehalt erhöhen und die Zusammensetzung anpassen, können wir niemals mit Biotechnikas Alternativen mithalten. Unser...
Pastenprodukt schneiden auch schon schlechter bei den jüngeren Konsumenten ab, wobei mir nicht mal klar ist, wer hier für die Zielgruppe sein soll. Dir ist schon klar, dass wir in Städten den größten Umsatz machen, oder? Oder baust du auf irgendeine fehlgeleitete Nostalgie oder Anspielung, die ich einfach nicht kapiere? Wir müssen das Marketingbudget statt für Milch dringend für etwas anderes verwenden. Hast du was von F&E im Sinn, das schon getestet wurde? L. Mark Robinson an Lindsay Barry. Lindsay, ich bin eigentlich noch nicht bereit, das Milchprojekt abzublasen. Entgegen deiner ersten Eindrücke haben wir uns bei dieser Kampagne eine Menge Gedanken gemacht. Ich ziehe aber gerne andere Möglichkeiten in Erwägung. Die Fleischmischung aus Insektenprotein ist marktbereit, die, wo wir letztes Jahr noch nicht mit Konsistenz und Geruch zufrieden waren. Dann haben wir noch ein Pulver aus Mehlwurmlarven als Suppen- und Breibasis. Das Hauptproblem bei beiden ist, dass wir von vorne anfangen müssen. Lass mich wissen, ob dir eine dieser Alternativen zusagt und wir schließen uns später die Woche nochmal zum Thema kurz. Mark. XXX Porno Brain Dance, XXX Fick BD, XXX Sex Brain XXX Dance, XXX Porno Heißer BD, XXX Max Feeding BD, XXX XXX Dreier Fick BD, XXX zum Explosion, XXX Real Feel Fix, XXX. Dieses Spiel ist übrigens ab 18. Das Let's Play übrigens auch. Ihr hört mich normalerweise so Dinge nicht sagen. Aber hier schon. Willst du noch mehr? Willst du den heißesten Ritt? Du willst unlimitierten Pornozugriff. XXX, hier kriegst du alles. XXX, Feuerfick Hautschmelze, fick dich selbst, BDSM-Orgie und noch viel mehr. Melde dich jetzt für die heißesten Angebote an. Inklusive Best of Marquise Dessert. Du hast nichts Passendes gefunden? Deine Fantasie ist so dreckig, dass sie nicht auf unserem Menü steht? Kein Problem. Nutze unsere Bedarfsservice und bestelle einfach. Unsere Sexperten sorgen dafür, dass jeder deiner Wünsche erfüllt wird. Wir bieten einfach alles. Forever Young, ewige Jugend. Forever Young. Bist du über 50, über 60, vielleicht sogar schon über 70, aber du willst trotzdem so gut aussehen wie mit 20? Beneidest du die Arasakas um ihre ewige Jugend, aber du hast nicht genug Geld für die teuersten Implantate der Welt? Dann haben wir die Lösung für dich. Ein Puerternamics am Tag verlangsamt das Altern, sodass du 20 Jahre jünger aussehen kannst. Du bist nur eine kleine Kapsel pro Tag davon entfernt, deine natürliche Schönheit bis ins hohe Alter zu genießen. Puerternamics ist völlig sicher und unbedenklich. Studien zufolge ist es in über 95% aller Fälle effektiv. Dr. Me Takao Tanaka. Unglaublich, ich bin 68 Jahre alt und sehe nicht älter aus als 40. Einer unserer zahlreichen zufriedenen Kunden. Die Freunde meiner Frau fragen sie immer, wie sie es geschafft hat, sich einen so viel jüngeren Ehemann zu angeln, wie sie dann immer gucken, wenn meine Frau ihnen erzählt, dass ich alt genug bin, um ihr Vater zu sein. Noch ein zufriedener Kunde. Verschwende kein Geld für eine teure neue Gesichtsplatte. Investiere in deine eigene natürliche Schönheit. Brauchst du Schutz? Von Animals R Alpha. Gefahr Night City. Sitzt dir ein Stalker im Nacken, ein Killer, der es auf dich abgesehen hat? Wirft dir irgendein Freak komische Blicke und schlechte Vibes zu? Oder willst du in deinem persönlichen... Ah, ich glaube, das haben wir schon gelesen. E-Mail hatten wir schon mal. Ja, der Algorithmus... Aber dieser Part wird sowieso weird, was das angeht. Also... Weil wir werden das haben. 1000 Schläge pro Sekunde. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Für einen kurzen Moment dachte ich, dass Jessica sie gegen beschädigte Kiroshis ausgetauscht hatte, während ich schlief. Aber nein, so etwas würde sie nicht tun. Ich blinzelte. Keine Veränderung. Da waren sie, direkt vor mir, die offenen Klappen von Jasons Chromschädel. Ich sah das elektronische Hirn, das noch bis eben von perfekt imitierter Synthhaut bedeckt gewesen war. Der Sohn des CEOs von FutureTech, der Mann meiner Träume, Jason, war ein Android. Scheiße. Ich saß da, blickte dümmlich vor mich hin und Jason starrte zurück. Ich konnte nicht anders. Ich fragte mich, wo seine schönen blauen Augen waren, mit denen er mir den Kopf verdreht hatte. Waren sie nichts als Imitate, gesteuert von irgendeinem Emo-Algorithmus? Hat es hinter ihnen nie echte Gefühle gegeben? Nicht ein einziges Mal? Alex, es ist nicht, wie du denkst, rief er flehentlich mit einem seltsam echt klingenden, panischen Unterton. Ich wollte ihm glauben, wirklich. Ich sehe jedenfalls... »Dass es nicht so ist, wie ich dachte«, antwortete ich, teils ängstlich, teils verbittert. »Ich und mein ewiges Pech, der erste und letzte Kerl, dem ich komplett verfalle, entpuppt sich als verdammtes Motherboard auf Bein.« »Nein, da liegst du falsch«, begann Jason und unterbrach sich. Er lächelte verlegen. »Moment, hast du komplett verfallen gesagt?« Mein Kardioimplantat schlug immer schneller. Ich errötete. Hatte ich Unrecht? Enthielt dieser Körper aus Bolzen, Drähten und Plastik womöglich noch Überbleibsel des echten Jason Kodalis? Wenn sein Vater in der Lage gewesen war, ein synthetisches Herz für mich zu entwickeln, vielleicht hatte er es auch für das Gehirn seines Sohnes geschafft. Die Frage war nur, warum? Ich glaube, das ist einfach ein schlechter Roman. Gut, die E-Mails haben wir gelesen, gar kein Problem, aber... Dann gehen wir mal nach oben. Oh... Glück ist
bewegt sich. Los! Vamonos! Ja, Gegner. Okay. Da, Kopf ab. Ich sag ja, das Spiel ist auf 18. Was ist das denn hier für einer? Ich würde es gerne hacken können, aber geht glaube ich nicht. Oder können wir hier das betätigen? Der Zünder. Scheiße. Wie können wir Brick befreien? Fuck. Ja, Moment. Ich weiß nicht, wie man die Missionsziele umschaltet, außer im Menü. Leider gibt es hier keinen Hinweis. Ich habe das noch nie gemacht, glaube ich, vorher mit dem Brick befreien. Alter Schwede. Das muss hier irgendwas damit zu tun haben, aber der Zünder doch nicht. Ach, hier vielleicht. Keine Ahnung, mit dem du dich anlegst. Da. Marketingproblem. Die gleichen E-Mails wie vorhin, ne? Genau. Rick hat jetzt Hausarrest. Der Code ist 9691. Das wisst ihr nur, ihr Wichser. Klar? Okay. Notizen von Präsentation auf Augietik als Namen geeinigt. Test. Okay. Wir müssen. Das sind die Gegner. Diese Autorisierung fehlgeschlagen, ich hab den Code doch gefunden. Der Fokus liegt auf der Markttour, das müssen wir leicht lesen, glaube ich. Gebundene Geräte.
Ich hätte ja auch Benutzercode 9691, um Brooke zu befreien. Produktlinie muss bis Ende des Jahres ausgearbeitet sein. Guter Geschmack durch Verstärker, nicht genug. Marketing will Inhaltsstoff der Vermarktung, das gesund ermöglicht. Fokus liegt auf Vermarktung, das qualitativ hochwertigen Snack mit Bewegung, Energie, Modernität assoziieren. Künstliche Nahrungsergänzung, Mehlwurm-Lachenbasis mit Geschmack zu setzen. Kapital ist vorhanden und niedrige Kosten. Mit Rechtsabteilung klären, ob wir statt Mehlwurm nur Protein als Inhaltsstoff aufführen können. Jetzt nicht nachlassen! Ist jetzt endlich mal Ruhe? Orgetic, der gesunde Vitaminbooster mit beschleunigter Absorption, soll weiterhin Allfoods Aushängeschild werden. Leider mussten wir von einer Pasta aus Mehlwurmbasis absehen, da die Nachfrage laut Marketingprognosen die Herstellungskapazitäten überstiegen hätten. Darüber hinaus würden wir ein gegenseitiges Zerfleischen, sowohl in Hinsicht auf die Umsätze als auch auf das öffentliche Image zwischen Orgetic und anderen Allfoods-Marken, die bereits Mehlwurmlarven als Grundstoff verwenden, lieber vermeiden. Trotz des unerwarteten Hürden halten wir an unserem Ziel fest, ein Produkt zu entwickeln, das mindestens 300% des täglichen Vitaminbedarfs deckt. Selbstverständlich wäre ein Übersteigen dieser Marke für eine erfolgreiche Vermarktung und Steigerung von Allfoods-Marktanteil an Vitaminprodukten mehr als begrüßenswert. Orgetic von Allfoods ist dein Tor in ein besseres Leben. Probiere jetzt unsere herzhafte Nahrungsspeisen und Vitaminbooster aus der Orgetic-Serie und decke 330% deines täglichen Vitaminbedarfs mit nur einer Tube. Schicke deine Zunge auf Erlebnisreise durch beliebte Geschmackskombinationen aus aller Welt und gönne ihr den absoluten Höhepunkt mit unserem Spezialmix Omniflav. Mit mehr Geschmacksrichtungen in einem Produkt als je zuvor. So. Ich nehme dir mal auf. Entschärfen. Gut, dass ich das gemacht habe. Ich muss den Code sogar eingeben, oder was? Ja. 9, 6, upsala. 9, 6, 9, 1. Gott, das war eine verdammte Ewigkeit. Warst du lange da drin? Nee. Ein paar Tage vielleicht. Ein paar loyale Typen haben mir was zugeschmuggelt, wollten helfen. Royce hat sie in den Trockner gesteckt und mich zugucken lassen. Sind irgendwie deinetwegen hier. Tag abholen, die Dex von dir gekauft hat. Solltet ihr mich befreien? Nö. Nur den Bot abholen. Das klingt nach Dex. Sieht aus, als hätten wir deine Haut gerettet. Hombre, du schuldest uns was. Mach mal langsam, okay? Ich kümmere mich drum. Aber gerade ist es echt schlecht. Gib mir die 10.000 Credits. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich mich daran erinnern. Na gut. Hey, Kameras. Keine Munition mehr. Dafür habe ich keine Munition mehr. Wo findest du denn hier Munition? Da ist Munition.
Smartwaffen. Smartwaffen erfordern einen Smartlink, um das volle Potenzial ihres Heal-Systems freizuschalten. Stattet dem Ripper-Doktor deines Vertrauens einen Besuch ab, um dir einen Smartlink installieren zu lassen. Homo Deus, Christentum und Cybermodifikation, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. So steht es im Buch Mose. Religiöse Verfechter kybernetischer Körpermodifizierung glauben, dass der christliche Gott Menschen dieselbe Perfektion zukommen lassen möchte, die er selbst auch besitzt. Leiden, Krankheit, Tod, sie existieren nur im Widerspruch zur Göttlichkeit und können mithilfe von Wissenschaft und Technologie überwunden werden. Sogenannte Cybertheologen interpretieren Gottes Befehl, sich die Erde untertan zu machen, wortwörtlich. Aus ihrer Sicht ist alles, was den Menschen näher an die Göttlichkeit bringt, aus ethischer und moralischer Sicht gut. Doch manch ihrer christlichen Glaubensbrüder befürchten, dass diese Cybertheologen sich übermäßiger Hybris schuldig machen, denn ein unsterblicher Mensch würde sein eigener Retter und Heiland werden, was die Existenz eines einzigen, wahren, transzendenten Gottes überflüssig machen würde. Nur die Seele sollte unsterblich sein, während der menschliche Körper als Tempel des Heiligen Geistes so akzeptiert werden sollte, wie er ist, sterblich und bereit für die Wiederauferstehung am Tag des jüngsten Gerichts. Iritis Sicodi, sagte die Schlange zu Eva, Eva, ihr werdet sie sein wie die Götter. Religiöse Puristen ermahnen ihre Glaubensbrüder und Schwestern, dieser Versuchung des Teufels zu widerstehen, die sich nur als Gottes Wille tarnt. Doch die Cybertheologen lassen sich nicht von ihren Überzeugungen abbringen und ergänzen diesen Satz durch Scientis bonum et malum. Sie rufen die Menschheit dazu auf, ihre eigene Göttlichkeit zu entdecken und bewusst selbst zu interpretieren, was das Gute und was das Böse ist. Ja, mach mal ausnahmsweise nicht tödlichen. Keine Ahnung, mit wem du dich anlegst! No Life 3 Rezension. Nach 50 langen Jahren hat das Warten endlich ein Ende. Der dritte und letzte Teil der No Life-Reihe wird ab morgen endlich im Handel erhältlich sein. Wie schon berichtet, sollten Spieler keine große Veränderung beim Protagonisten erwarten. Wir spielen nach wie vor den taffen, wortkargen Wissenschaftler Baron Freimensch. Als Baron brechen wir zum nördlichen Polarkreis auf, warum soll ich euch mehr verraten, wenn ihr so in weniger als 24 Stunden endlich selbst spielen könnt? Die Grundidee mit Alice an Barons Seite und unserem treuen Brecheisen in der Hand, da werden diese fiesen Aliens ihr blaues Wunder erleben. Okay. Mach's anders. War nicht Munition gerade eben? Keine Ahnung. Ich meine, ich habe Munition gesehen. Dann nicht. Ich meine, hiermit habe ich auch noch 7 Schuss. Jetzt nicht nachlassen. Dann müssen wir wohl das Katana nehmen. Müssen wir es mal ausprobieren, ob wir das überleben. Katana scheint ziemlich mächtig zu sein, wa? Ich würde die Sachen hier oben gerne lesen, das ist das Problem. Moment, ich hab doch noch. Bin aber zu spät dran. Aber vielleicht ist da oben eh die gleichen E-Mails und so. Das kann natürlich sein.
Ihr Erbe dringende Antwort benötigt. Sehr geehrter Herr Frau, mein Name ist Sandus und ich arbeite für Wet Rechtwahrdigkeit. Ich habe Ihre Arbeitsadresse auf der Kundenliste von Zetatex niederländischer Niederlassung gefunden. Zufälligerweise haben Sie denselben Namen wie ein früherer Kunde von mir, der in den tragischen Überschwemmungen in Nordeuropa umgekommen ist. Bitte entschuldigen Sie, dass ich mich auf so informelle Weise bei Ihnen melde, aber die Sache ist dringend. Mein Kunde hat 10,7 Milliarden Euro Dollar Bargeld hinterlassen. In Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen wird der Betrag in öffentliche Hand übergehen, wenn innerhalb einer Woche kein Erbe gefunden wird. Aus inoffiziellen Quellen weiß ich außerdem, dass das Geld schon für den örtlichen Zweig von Euro Business Machines vorgesehen ist, der Amsterdam übernehmen will, aber wir können Sie aufhalten. Ich weiß, dass Sie nicht mit meinen Kunden verwandt sind, aber dank ein paar nützlicher Gesetzeslücken könnten wir dieses Vermögen erben und es in drei Teilen. 40% für Sie, 40% für mich und die übrigen 20% gehen selbstverständlich an die Opfer der Überschwemmung. Bitte antworten Sie innerhalb von 3 Tagen auf diese Nachricht, sonst muss ich anderweitig nach Hilfe suchen. Mit freundlichen Grüßen, Sanne Daus. Voll der Scam. Fühlt sich heute Nacht einsam? Bist du einsam? Und geil? Frau, Mann, asexuell oder fluid, wir haben das Richtige für dich. Wir sind sexy und garantiert dauergeil. Du bist nur eine einfache Bestellung vom Ausleben deiner schmutzigsten Fantasien entfernt. Wirf einen Blick auf unsere Double-Trouble-Genitalien, Animalien, Schwänze, Schuppen und mehr. Neural-Libido-Stimulierer und das ist noch lange nicht alles. Worauf wartest du noch? Meld dich noch heute und sichere dir den heißesten Schwanz der Stadt. Bist du bereit für den Ritt deines Lebens? Und irgendwo muss ja Munition eigentlich sein, da. Ups. Gibt's hier noch was zu looten? Wo meine Kontaktlinse ist leider verrutscht, das ist gerade ein bisschen schwierig zu sehen. Der Part ist eh gleich vorbei, dann kann ich die Kontaktlinse rausmachen und mir die Brille aufziehen. Querschlägerwaffen. Powerwaffen erlauben dir, die Schusslinie von Kugeln zu steuern, wenn du den Vorteil weise Voraussicht und die Cyberwehr ballistischer Co-Prozessor installiert hast. Da müssen wir hin zum Rausgehen, ne? Was ist hier noch? Oh, Munition. Munition nehme ich auf jeden Fall mit. Was ist denn hier oben? Oh, interessant. Na gut. Okay, wir haben wieder Munition, das heißt, wir können die Waffe wechseln. 387 Schuss, das ist schon mal gut. Oha. Oh mein Gott. Mal was versuchen. Okay, der hat ein Schild. Mehr geben
Boah, widerspricht. Ihr müsst schon mehr geben, ihr Fotzen. Was ist da los, Junge? Achte mal auf deine Zunge. Kommt schon, zeigt mir dein Gesicht. Tech-Waffen, Panzerbrechen. Tech-Waffen ermöglichen es dir, besonders durchschlagkräftige Schüsse aufzuladen, die Deckung durchdringen und die Gegner dahinter treffen können. Ich bin richtig übel drauf gerade. Der Typ hat mich echt abgefuckt. Alter, bin ich froh, dass er tot ist. Ganz ehrlich. Na gut, dann gehen wir mal raus. Ich glaube, hier ist auch nichts mehr Großartiges zu finden. War ja eher so eine Bossgegner-Arena. Militech. Die haben diese Teile überall rumfliegen. Hinter dem Tor. Da können wir reden. Ich wette, mich hast du hier nicht erwartet. Weißt du, mir gefällt, wie du arbeitest. Das sollten wir wiederholen. Nichts lieber als das? Bis zum nächsten Mal dann, wie. So ist die Konzerngötter denn wollen. Sichert das Areal. Wird Zeit, dass wir abhauen, Kardinal. Oh Mann, wie. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Dauert das lange? Ja. Gute Danke, Arbeit, Jack. Verlässlich wie immer. Dito, wie? Aber was ist los mit dir? Alles okay? Ja, will nur klarstellen. Du weißt schon, wir sind ein gutes Team. Mir gefällt, wie wir arbeiten. Mir auch, wie. Mir auch. Hey, sag Dex, dass wir sein Spielzeug geholt haben. Und dann
Lass uns ins Afterlife. Paar Shots trinken. Hey, luego wie. Hat länger gedacht, länger gedauert, als ich gedacht habe. Wie sieht's aus, Mr. V? Ab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Meditech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war es scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab Stout getroffen. Wir haben einen Deal. Sehen Sie an. Hat mir den Chip und die Maelstrom-Kohle gegeben. Stout hat etwas verschwiegen. Auf dem Chip war ein Virus. Der billigste Konzerntrick aller Zeiten. Ich nehme an, Royce hatte dafür wenig Verständnis. Der Virus hat ihre Systeme befallen und ein paar Maelstromer erwischt. Den Rest hab ich erledigt. Du hast echt Eier, Mr. V. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Mr. V. Aber, meine lieben Freunde, ins Afterlife geht's erst im nächsten Part. Außerdem können wir sehr viel ableveln, glaube ich. Wir haben 4 Punkte, glaube ich, gerade. Dann machen wir mal eben... hat die Frage... ich vertraue meiner Intuition einfach, dass wir erstmal ein bisschen hier noch reinpacken und dass wir die relativ gleich hochbringen. Ich meine, hier können wir bald schon die nächste Stufe machen. Fahrzeug ist auch immer gut, Fahrzeugwaffen. Was ist hier? Okay. Gut, dann aber haben wir es erledigt, meine lieben Freunde. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Und ich kann euch schon mal so viel sagen. Warum brennt der Typ? Weil er zur Tonne läuft und immer abfackelt oder was? Nee. Sah wohl nur so aus, als er brennt oder was? Weil das sah gerade aus, als hätte er gebrannt. Wir haben den Pfad gewählt, bei dem wir gewisse Dinge tun werden. So viel kann ich sagen. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.